Christian Dürr, FDP. Ja, Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, Herr Bundesminister Scholz, Sie haben zu Beginn Ihrer Rede den Vergleich zur Wirtschafts- und Finanzkrise der Jahre 2009 und 2010 gezogen und haben gesagt, damals haben wir geholfen und auch jetzt müssen wir helfen. Da herrscht Konsens, der Vergleich zu dieser Krise ist grundsätzlich richtig. Aber damals haben wir es geschafft, in Deutschland aus einer Wirtschafts- und Finanzkrise und auch aus einer schwierigen haushaltspolitischen Situation, die FDP hat damals ja mitregiert, herauszuwachsen. Und warum haben wir das geschafft? Das haben wir geschafft aufgrund von Reformen, die Ihre Partei, die SPD-Politiker, und ich will Gerhard Schröder und an dieser Stelle auch gerade Wolfgang Clement nennen, meine Damen und Herren, Ihre Partei hat historische Verdienste um unser Land, weil sie eine Reformpolitik auf den Weg gebracht hat, die es unserem Land ermöglicht hat, aus der Krise herauszuwachsen. Und jetzt erleben wir eine Politik von Lieferkettengesetz. Wir erleben das Verbot der Werksverträge. Das wird nicht nur für die Fleischindustrie am Ende des Tages gelten. Und ein neues Unternehmerstrafrecht, meine Damen und Herren. Die SPD hat sich von Wachstum und dem Rauswachsen aus Krisen komplett verabschiedet. Und deswegen ist dieser Haushalt auf Sand gebaut und nicht auf die Zukunft, meine Damen und Herren. Und auch da der Vergleich zur letzten Krise, Herr Minister Scholz. Im Vergleich zur letzten Krise planen Sie, viermal so viele Schulden zu machen. Und die Rückzahlung der Schulden, die Sie jetzt planen, die wird frühestens im Jahr 2042 erfolgt sein. Die wird von Menschen, lieber Herr Kollege Binding, weil Sie gefragt haben, wer das zahlt gerade eben, die wird von Menschen zurückgezahlt, die jetzt noch gar nicht geboren sind in unserem Land. Mit Geld, ich will das in aller Klarheit sagen, mit Geld, und deswegen hat Herr Rehberg an einer Stelle recht gehabt, Maß und Mitte halten, mit Geld um sich zu werfen, das ist noch keine Politik. Sie planen an jedem einzelnen Tag 430 Millionen Euro neue Schulden. Das ist sozusagen eine gescheiterte Pkw-Maut an jedem Tag zusätzlich an zusätzlichen Schulden, meine Damen und Herren. Irgendwann, Herr Minister Scholz, wird Ihnen anderer Leute Geld ausgehen. Und das ist das Problem dieser Haushaltspolitik. Und alle reden ja davon, wie gut wir auf diese Krise vorbereitet sind, die Frage, die wir uns stellen, auch jetzt schon, wie gut sind wir eigentlich auf zukünftige Krisen vorbereitet? Ich will das deshalb in aller Klarheit sagen, und Haushaltszahlen, der Kollege Fricke hat das vorhin sehr deutlich unterstrichen. Die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, die wird man nicht dauerhaft auf Pump finanzieren können. Wir müssen wieder dazu kommen, dass die Wirtschaft den Staat finanziert und nicht, wie es die SPD plant, der Staat die Wirtschaft, meine Damen und Herren. Am Anfang war es richtig, und deswegen haben wir dem ersten Nachtragshaushalt als Freie Demokraten auch zugestimmt. Am Anfang war es richtig, sehr hart reinzugehen, meine Damen und Herren. Aber jetzt braucht Deutschland endlich eine haushaltspolitische Wende, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Herr Scholz, Sie sind an einer anderen Stelle ja auch ehrlich. Sie reden von Steuererhöhung. Sie reden jetzt schon von Steuererhöhung. Das ist zwar grundfalsch, aber es ist zumindest ehrlich. Und deswegen will ich mich in Richtung der Kolleginnen und Kollegen der Union wenden. Ich frage mich, wo ist eigentlich Ihre Haushaltspolitik? Der Landesvorsitzende der CSU, Herr Söder und Ministerpräsident, fordert am Wochenende zum 100. Mal Steuersenkung, die Abschaffung des Solidaritätszuschlages, eine Unternehmenssteuerreform. Alles richtig. Das Problem, Herr Brinkhaus, nichts davon steht im Haushalt. In Richtung der Kollegen der CSU, Sie werden einem Bundeshaushalt zustimmen, von dem Ihr Parteivorsitzender das Gegenteil fordert. Das muss man erst mal hinbekommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Herr Brinkhaus? Nach Ihrer Rede frage ich mich, wie Sie diesem Bundeshaushalt eigentlich noch zustimmen können. Da sind keinerlei Entlastung drin. Übrigens, die CDU-CSU-Minister im Kabinett müssen dem ja auch zugestimmt haben, sonst hätte der Haushalt den Bundestag überhaupt gar nicht erreicht. Herr Brinkhaus, ich will Ihnen aber einen gewissen Sinn für Humor überhaupt gar nicht absprechen. Ich habe mir den Bericht des Vorsitzenden der CDU-CSU-Bundestagsfraktion mal angeschaut. Sehr interessant steht dort. Vor dem Hintergrund dessen, was Sie gerade gesagt hat, für uns als Union ist eine solide Haushaltspolitik die Grundvoraussetzung für einen handlungsfähigen Staat. Für die Freien Demokraten auch. Ich frage mich, warum die Union diese Politik nicht macht, die Sie hier beschreiben in diesem Bericht. Und dann weiter. Bundeshaushalt 2021, Priorität für Zukunft, Technologie und Innovation. Wenn man dann liest über den Einzelplan der Bundesministerin für Bildung und Forschung, dann schreiben Sie, für den Bereich Bildung und Forschung sind im Haushaltsjahr 2021 rund 20,2 Milliarden Euro vorgesehen, womit sich der Ausgaberahmen nahezu auf Vorjahresniveau befindet. Meine Damen und Herren, richtig ist,
Der Einzelplan, der in die Zukunft investieren soll, der sinkt von 5% am Gesamthaushalt auf 4,9%. Herr Brinkhaus, es ist das Gegenteil, was Sie hier gerade propagiert haben, was Sie an Politik in Deutschland machen. Das muss man an der Stelle unterstreichen. Und ich will, Herr Präsident, zum Schluss zwei Punkte sagen. Nur durch Wachstum, das wissen wir, werden wir aus dieser Krise herauskommen können. Nur durch Wachstum werden wir die Schulden zurückzahlen können. Und es gibt zwei Voraussetzungen für Wachstum. Das eine sind Entlastungen, damit Unternehmen investieren können und private Haushalte konsumieren können. Aber das Zweite, meine Damen und Herren, ist, dass ausreichend Menschen am Arbeitsmarkt die Chance haben, dieses Wachstum zu erarbeiten. Sie haben, auch Herr Brinkhaus, vorhin von Einwanderung gesprochen. Deutschland ist das zweitälteste Land der Welt. Wir brauchen händeringend Einwanderung in den deutschen Arbeitsmarkt. Aber Ihr Fachkräftezuwanderungsgesetz ist nicht einmal ein Tropfen auf den heißen Stein, meine Damen und Herren. Einwanderung in den Arbeitsmarkt, das ist die Voraussetzung für Wachstum und für haushaltspolitische Solidität in unserem Land. Das muss man mal in der Deutlichkeit sagen, liebe Kollegen. Und Kollegen. Also zum Schluss zweimal, sowohl beim Thema Entlastung als auch beim Thema Einwanderung und Arbeitsmarkt hat sich die Union nicht für die Zukunft, sondern für die Vergangenheit entschieden. Ich freue mich auf die Haushaltsberatung und würde mich freuen, wenn von dem Zukunftsspirit, den Sie in Ihrer Rede verbreitet haben, Herr Kollege Brinkhaus, am Ende sich auch etwas im Haushalt wiederfindet. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist für die Fraktion Die Linke der Kollege